Das Regio-TV Plus ist für euch in Thalwil. Und zwar sind wir in der Garage Ruf. Und bei mir steht ein strahlender Patron Martin. Der neue IONIQ 6 ist angekommen. Schwärmen wir mal zuallererst ein bisschen drüber. Ja, wir haben lange gewartet. Jetzt ist er da. Wir haben ja letztes Jahr hier IONIQ 5 bei dir vorstellen. Das ist ein riesen Erfolg geworden. Das war eigentlich das einzige Problem, dass wir nicht mehr liefern konnten. Das hat sich jetzt stabilisiert. Jetzt sind die Produktionen aufgefahren worden. Jetzt haben wir den IONIQ 6 bekommen. Das ist ein Auto, das extrem optimiert ist auf Reichweite. Das heisst, wir haben jetzt über 600 km Reichweite, immer noch mit dem Schnelllademanagement. Also wir laden in unter 5 Minuten 100 km. Das ist einzigartig bei den Elektroautos. Das ist Hyundai-Gruppe führend. Und das macht schon im Moment richtig Freude, so Auto anzubieten. Man darf auch sagen, bereits der IONIQ 5 hat Weltraum erlangt. Nochmal ein bisschen auf die Vorzüge ziehen. Ich meine, das Laden ist eine Sache, aber all die Problematiken mit Reichweite und so, man kriegt das langsam in den Griff. Das ist korrekt. Eben, wir haben jetzt hier je nach Ausstattung und Antriebsversion haben wir über 600 km Reichweite. Jetzt müssen wir einfach sehen, ein Elektroauto hat im Winter immer weniger Reichweite, aber wir sind dann immer noch über 500 und das ist natürlich schon sehr gut. Und was wir auch stolz sind drauf, Hyundai hat es schon wieder geschafft. Also letztes Jahr ist der IONIQ 5 Weltauto des Jahres geworden. Und jetzt ist der IONIQ 6 geworden und Elektroauto des Jahres. Also da sind wir schon noch stolz drauf, dass das zweite Mal in Serie Hyundai diese grossen Preise abräumt. Ja. Martin, jetzt mit der Elektronik kommt ja nicht jeden Autofahrer gerade draus. Wie sehen dort die Möglichkeiten aus? Also es braucht in der Tat viel mehr Zeit, um so ein Auto zu erklären und abliefern, weil es hat Sachen drin, die meisten Leute noch gar nie gesehen haben. Und es kommt auch die Frage auf, was ist, wenn so etwas mal nicht funktioniert. Und auch hier hat hier und da eigentlich vorgesagt, wir haben 5 Jahre Vollgarantie und 8 Jahre auf dem Akku. Und das geht jetzt doch schon am einen oder anderen Käufer verglichen mit der Konkurrenz ein gutes Argument, das bedeutend weniger Garantieleistung hat. Martin, wie sieht es denn mit den Ladestationen aus? Also wir laden ja schnell laden, wenn wir unterwegs sind am Reisen. Das spricht im europäischen Autobahnnetz entlang haben wir die Schnellladestationen, die jetzt extrem am Ausbauen sind. Das sind die schnell laden. Daheim müssen wir nicht schnell laden. Daheim laden wir mit dem Wechselstrom laden und kann das oben einstecken und ist am Morgen voll. Im Moment ist natürlich effektiv das Thema, dass der Ausbau von den Schnellladestationen im Moment voll im Gang ist in ganz Europa und auch die fast nicht nachkommen, weil jetzt plötzlich so viel Auto um sind, die geladen werden müssen. Aber das ist jetzt eine Sache von wenigen Monaten. Ich gehe davon aus, dass diese Sommerferien das Problem schon bedeutend besser gelöst ist als letztes Jahr im Sommer, wo doch der eine oder andere in der Kolonne anstehen, weil halt einfach viel mehr Elektroauto auch jetzt auf Reisen unterwegs sind. Wie hat denn Hyundai das überhaupt geschafft? Ich glaube, das kann man nachträglich jetzt sagen. Ich war vor 10 Jahren in Korea und die leitenden Ingenieure haben uns vorgestellt, wie sie das in Zukunft machen wollen. Und sie haben vor 10 Jahren uns gesagt, sie sind sich nicht sicher, was sich durchsetzen wird, ob Wasserstoff, Hybrid, Plug-in-Hybrid oder Elektroauto. Und aus diesem Grund haben sie sich entschlossen, einfach alles zu entwickeln. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo es der Erfolg ist. Sie sind seit 10 Jahren in der Entwicklung drin und nicht wie andere Marken, die jetzt merken, Elektro könnte es doch sein, das ist es. Und erst seit 3-4 Jahren angefangen haben. Und da haben sie jetzt einfach einen Vorsprung, den man jetzt einfach merkt. Martin, jetzt will ich endlich fahren. Wie sieht das aus? Muss ich mich anmelden? Wie gehe ich vor? Am besten bei uns anrufen oder eine Mail schicken, dann machen wir einen Termin ab, dass das Auto dann auch da ist, nicht dass es unterwegs ist. Es ist viel im Moment in Bewegung, es wäre schade, wenn man einfach anrennt, einfach vor dem Telefon gehen oder eine Mail schicken, wir sind für euch da. Und das in der Garage Ruf in Thalwil.